Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Wir machen eine kleine Rettungsaktion, müssen eine VIP retten. Und wir versuchen hier mal so ein bisschen Ressourcen zu sparen, indem wir ein paar Leute, die wir sonst eigentlich dabei hätten, nicht mitnehmen. Den Umbreon nehmen wir mit, den Manu nehmen wir mit. Hier haben wir auch schon die neuen Plasmagranaten, sehr schön. Exin ist dabei. Der Engar ist dabei. Ich glaube, den Professor Creep könnte ich mal mitnehmen. Oder der Samu, ja genau, den Samu könnten wir mal wieder mitnehmen. Hier Medkit für den Samu. So, Samu und Hexien als Specialists. So, den Umbreon. Ja, Moment, erstmal Gegenstände dann herstellen. Können wir da noch was herstellen? Ne, wir können nichts mehr herstellen. Aber wir können Ausrüstungsgegenstände freigeben. So, dann gehen wir hier. Exin den Schädelstecker. Und dem Professor geben wir die Bluescreen-Geschosse oder die Stasis-Weste. Oder die Plattenweste. Ecken auf jeden Fall plus 20. Wir geben ihm die Bluescreen-Geschosse. So, dem Umbreon würde ich ganz gerne die Drachengeschosse geben. Und die Stasis-Weste, damit er sich Lebenspunkte regenerieren kann. So, hier hat sich doch unser Imitationsgerät bewährt. Und zwar Plasmagranaten und Brandgranaten. Und hier haben wir immer noch die gute alte Säuregranate mit dabei. Jawohl. So, dann haben wir noch den Engai. Das können wir ihm geben, eine Plattenweste. So, können wir ihm denn auch den War-Anzug vom... Können wir ihm nicht geben, ne? Waffenverbesserung, hat der Engar da was? Zielsicherheit plus 15%, kostenloses Nachladen, Laservisier, mehr Crit-Chance, kostenloses Nachladen. Schauen gerade mal beim Umbreon, was der Aufwertung auf seiner Waffe hat. Der hat Zielsicherheit plus und Sofort-Kill-Chance. Ist eigentlich auch ganz okay. So, dann gucken wir trotzdem mal hier noch mal rein, geben ihm mehr Crit und ja, kostenloses Nachladen. So, dem Lesrak. Haben wir hier schon Waffenverbesserung drauf? Ja, hier haben wir schon Waffenverbesserung drauf. Okay. Wie sieht es bei Hexin aus? Hier können wir noch eine Waffenverbesserung draufpacken. Einmal kostenloses Nachladen. Okay. Ah, stopp, ich wollte bei Hexin noch was nachsehen. Und zwar individualisieren. Einmal die Kopfbedeckung wieder weg. Und können wir jetzt inzwischen... Ja, jetzt können wir die Schädelbandana auch nehmen. Eine Brille. Augenklappe. Ohne Brille wirkt das Ganze irgendwie nicht so richtig, deswegen eine Fliegerbrille oder hier so eine
Skibrille sieht auch ganz nice aus. So, jetzt haben wir sie aber mich auch als Totenschädelgesicht. So, ein Major, ein Colonel mit dabei, ein Sergeant in Samur. Corporal. Es ist auch nur eine schwierige Mission. Das sollte machbar werden. Starte Einsatz. Ist natürlich jetzt ein bisschen risky, dass wir zwei unserer Spezialisten mitschicken. Der dritte ist in der Reha. Müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich hoffe, das kriegen wir hin, Leute. Der Widerstand bittet um Hilfe bei der Rettung einer bedeutenden VIP, die kürzlich von Advent-Truppen hier im Gebiet gefangen genommen wurde. Der Aufklärung zufolge ist mit starker Feindaktivität zu rechnen. Wir müssen das Gebiet sichern, die VIP in Sicherheit bringen und alle Feinde ausschalten. Aye, aye, Central. Wir öffnen schon mal das Wässerchen. Nehmen einen Schluck gegen die Nerven. Und schauen mal, wir haben glaube ich lange keinen Einsatz mehr ohne Bero gemacht. Aber dafür ist der Umbreon ja da. Okay. Menace 1-5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay. Position ist verschleiert. Wir versuchen das. Wir haben wieder einen Timer. Enemy Squad located. Okay, Hexen, alles klar. Es wirkt immer so, schon unterwegs. So ein bisschen drastisch. Position bestätigt. Bin schon dabei. Immerhin haben wir jetzt auch aufgewertete Waffen mit. Ich bin mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Ich traue mich hier noch nicht so richtig komplett nah dran zu gehen. Begebe mich zur Zielposition. Umbreon. Los geht's. Noch halten wir hier alle zusammen die Stellung. Okay. Und ich höre auch schon wieder irgendwelche komischen Mechs, die hier unterwegs sind. Okay. Geben wir uns mit denen ab? Wir müssen auf jeden Fall da rein. So sieht's auf jeden Fall aus. Okay. Dann bringen wir den Lesrak schon mal hier in Stellung. Engai daneben. Rücke aus. Manu. Position bestätigt. Den Samur. Position bestätigt. Umbreon. Gerade relativ gute Zielperspektiven. Ziehen wir nach hier. So. Hexen muss noch ihren Spitznamen wieder mal geändert bekommen. So. Hexen. In den Feuerschutz. Ruptur verursacht kritischen Schaden. Okay, nee, das machen wir nicht. Gehen hier in den Overwatch. Scanne Gebiet.
Hier in den Overwatch. Hier geht nichts. Hier in den Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. Hier in den Pistolen-Overwatch. Augen auf. Und dann gibt's direkt mal eine Plasmagranate für die Leute, die hier im Gebäude sind. Ist am besten das so, dass wir alle treffen. So, sieht doch gut aus. Und dann schauen wir mal. Der Kampf ist eröffnet. So. Was machen die Aliens? Da gibt es jetzt erstmal Overwatch ohne Ende. Drei Schaden. Daneben. 6 Schaden. Das ist nicht gut. 9 Schaden. Schon beeindruckt? Da kommt jetzt bestimmt eine Granate. Ja, da kommt die Granate. Trifft natürlich alle. Und die Deckung ist auch weg, glaube ich. Dann kommt das Schild. Getting a little too warm over here. Die Flammen sind zu nah. Mir wird das hier zu heiß. Die Sache ist mir zu heiß. Ach, hört doch mal auf hier. Das kriegt ihr doch hin. Ich hab den Finger raus. Die brennen auch noch. Okay. Damit haben die Aliens den Großteil der irdischen Kontinentaltruppen besiegt. Geht genauso leicht durch Panzerung wie durch Infanterie. Also Vorsicht. What? Guckt euch mal die Lebenspunkte von dem Vieh an. What the fuck? Wie wär's mit dem Übernahmeprotokoll? Gucken wir doch mal nach. Schauen wir doch mal. ...65% schaltet die Einheit vorübergehend aus. Ja, wäre schon mal eine Option, ne? Wir brechen das aber erstmal ab. Das ist vielleicht für das Ende die Option. So, Lesrak. Einmal nach hier rüber. 32%. Eine Brandgranate wäre vielleicht hier ganz nice. Zack. So, jetzt brennen die nämlich alle. So, der Engai. Rücke zur Zielposition vor. Sie ja, sehen mich. Hat ihn entdeckt, ist okay. Auf den nicht. Ja, komm. Töte den. Läuft. Feind neutralisiert. Okay, soweit so gut. Der Manu. Und los geht's. Eine Plasmagranate. Granate! Damit dürfte der Schildträger zumindest mal Fritte sein. Zumindest der eine. So. Schild entfernt. Beförderung verdient. Perfekt. Samur.
Problem, Boss. Brennst leider. Da ist der andere Schildträger, aber der brennt sich gleich zu Tode. Schießt mal auf den da. Vielleicht kannst du ihm mit den Drachen, mit diesen Geschossen hier ein bisschen Widerstandsfähigkeit gegen Heckverteidigung, genau. Ein bisschen reduziert. So, da ist der Umbrion noch. Er kann ruhig was näher. Bewege mich zum Ziel. So, 62% auf den, aber der wird eh sterben. Von daher hier lieber die blitzschnellen Hände auf den. Einen Schaden. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Und dann den Pistolenfeuerschutz. So, und jetzt wird gehackt. Übernahmeprotokoll. Schauen wir mal, was jetzt die Schwierigkeit ist. Die ist ja jetzt gesenkt, ne, die Verteidigung. Da hat sich nicht viel getan hier. 2% oder so. Dann schalten wir das Ding doch mal aus. Okay. Sehr gut, Hexin. Und deaktiviert. Sehr schön. Haben wir ein bisschen Zeit vorzurücken. Die beiden da sollten jetzt eigentlich sterben. Oh, 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 oh. Ein Faceless. Oh, oh, Lesrak, aufpassen. Der ist auch noch ziemlich nah an dem dran. So, der stirbt. Der stirbt auch. Der ist ausgeschaltet. So, der Faceless läuft jetzt zum Lesrak wahrscheinlich hin. Kriegt aber noch vom Umbrion einen reingebrezelt. Sehr schön, 5 Schaden. Oh, er läuft sogar zum Manu hin. Machst du überhaupt was? Wenn du nichts machst, bist du Fritte. Sie haben mich getroffen. Okay. Er macht nichts. Okay. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Starten wir mit Lesrak Dark. Oder nee, wir starten hier mit Samur oder mit Umbrion. Hm. 100% auf den. Präzisionsgewehr abfeuern, 100%, come on. 6 Schaden. Sehr gut. Von der Rüstung abgeprallt. Ja. Der Lesrak kümmert sich um das Vieh. Sehr schön, dann können wir bald neue Imitationsgranaten machen. Unerbitterlich, das heißt, er darf sich wieder bewegen. Mal ein bisschen rüber. Der Engai, was machen wir mit dir? Du gehst mal hier nach vorne. Begebe mich zur Zielposition. Brennst immer noch, aber gut. Lässt sich nicht ändern. 7 Schaden. Das bereitet das Feld für den Samur. 91%. Da war's, das mit dem Sektorkoden. Nicht gut. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. So, der Samur holt sich direkt mit dem Loot. Der Manu. In Iridiumkern schon wieder. Automatiklader, perfekt. Die Techniker werden das lieben. Das glaube ich auch. On your order. So, wechseln einmal raus. Und einmal eine Gremlin-Heilung raushauen für den Samur, denn der hat schon 5 verloren. Gremlin, get on the heels. Sehr schön.
Und dann sind die Aliens wieder dran. Menace 1-5, Vorsicht! Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Los geht's! Tja, was macht ihr denn jetzt? Läuft er oben übers Dach? Ja, manchmal sind die Routen, die laufen, ziemlich merkwürdig. So, einmal hier neben. Moment, wo ist das? Wo ist die Zellentür? Ist die erste drüben? Kommt man da am besten rein, hä? Da ist die Zellentür. Okay, also muss ich zuerst hier hin. Hier die Verstärkung, sind die schon irgendwo? Ich sehe sie zumindest jetzt gerade nicht. Hier hin. Klingt machbar. Und dann schicken wir mal eine Gremlin-Heilung zum Engai rüber. Lesrak nicht, zum Engai. Gremlin, medizinische Protokolle. Und deswegen ist es cooler, ein Heiler zu sein, als statt ein Hacker. So, der Umbreon geht auch mal nach vorne. Was ist das? Heißt das, die kommen jetzt hier... Nee, es ist einfach nur was zusammengebrochen ist. Okay. Wir könnten natürlich auch jetzt hier die Wand wegsprengen, aber... Das ist ein bisschen Granatenverschwendung, würde ich sagen. Einmal hier Tür auf. Nichts zu sehen. Hier hin. Schon unterwegs. Immer noch nichts zu sehen. Nehme mir die Tür vor. Ein Informationsspeicher. Da lassen wir dann nochmal unsere Hack-Spezialisten gleich auch dran. Wo sind sie denn? Hier ist Hexin. On the move. Hacken. Hier birgt einen großen Informationsspeicher. Zack. Fortfahren. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass beide schon angeschlagen sind. Die werden sich also auf jeden Fall verletzt haben in dieser Mission. Okay. Status bestätigt. VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Alles klar. Verstanden. Alles klar. Manu auch wieder vorrücken. Bestätigt. Bin unterwegs. Die VIP. Und als letztes noch den Umbreon. Los, los, los! Alle schön zusammenbleiben. Ach, da ist noch eine Säule, die wir hacken können gleich.
gegen sie. Mehrere Feinde nähern sich unserer Position. Okay, gerade auch neben dem Evakuierungsgebiet. Minus 1-5, wir haben einen feindlichen Transport. Ja, ja, ich sehe es doch, Central. Halt's Maul. So, wie sieht das hier aus? Hier ist einer flankiert. Bye bye. Lessack. Einmal nach draußen. Geht in Ordnung. Und flankiert den hier. Ach, leider nur ein Streifschuss. Keine Wirkung. Munition ist gleich alle. Nähere mich der Zielposition. Hallo. Ach Scheiße, der lebt immer noch. Munition ist knapp. Nähere mich der Zielposition. Sehr schön. Mal die VIP schon mal fast in Sicherheit bringen. Ach nee, du sollst dich nicht da oben drauf stellen. Ach, manchmal habe ich da drauf geklickt. Habe ich das so angeklickt? Ich glaube nicht, mein Freund. Schlimm, schlimm, schlimm. Mal kurz hier hacken. Sicherheitsmaßnahmen. Soldaten sich eine Runde lang um 2 erhöht. Ja, komm hier hack mal. Schafft er nicht. Okay, Verteidigungs- und Mobilitätsschub für den Gegner. Tja, Samuel, so wirst du nie Hacker, wenn du schon 70% nicht schaffst. Umbreon. Bestätigt, rücke aus. Pistolen Overwatch. Und jetzt kommen sie. Was ist dabei? Was bringt uns die Wundertüte ein? Mech, wie schön. Kotz. Kotz, kotz, eigentlich. Haben es mit Advent zu tun. Overwatch. Und der Umbreon darf wenigstens nicht einmal schießen hier. Daneben. Konzentriere dich. Die Flanken decken. Ah, komm, mach dein Schild. Ah nein, er schießt. Er schießt. Natürlich die durch den Missklick da positionierte VIP. Minus 1-5, Status bestätigt, VIP ausgeschaltet. Ja, fuck. Das hätte besser klappen müssen. Ach, Jungs. Und los geht's! Das kotzt mich jetzt ein bisschen an schon wieder, ey. Begebe mich zum Ziel. Overwatch. Ja, und er trifft ihn natürlich durch die Deckung und alles. Oh, Mann, 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 Mann. 55% nur, das ist das wegen dem Samur. Ja,
Aber es ist egal, der Manu rockt den trotzdem weg. Bestätigt der Abschuss. Ach fuck, ey. Wir hätten den Wissenschaftler echt gut gebrauchen können. Wenn es sein muss. Er geht auch schon wieder da oben drauf. Ich hab da vorgeklickt. Hier hin. Okay. Ich krieg das kalte Kotzen. Hengai. Immerhin mal 7 Schaden gegen das Vieh. Abgeprallt. Munition verbraucht. Schon unterwegs. Ich sehe hier schon die nächste Granate fliegen gleich. Aber wenn wir den jetzt erstmal ausschalten können, komm Samu, zeig, dass du hacken kannst. Du wolltest Hacker sein. Dann zeig auch, dass du es kannst. 65%. Schaffst du das? Ja, jetzt will er uns zeigen, dass er es kann. Okay, den Mech erstmal ausgeschaltet. Dann müssen wir uns also nur noch um die anderen kümmern. So, Umbreon. Erstmal blitzschnelle Hände. 25 und 12% ist ja nichts. Boah, er haut ihn trotzdem kritisch an. Läuft. Pistolenfeuerschutz. Und da ist noch ein Gesichtsloser. Fuck. Immerhin, wir haben den, den Beacon da vorne. Der ist deaktiviert, das ist schon mal gut. Der brennt. Und kriegt jetzt hoffentlich einen Umlatz. Natürlich nicht. Ja, das ist der gescheiterte Hackversuch. Okay, noch lebt das Vieh, das ist gut. Und du, wen greifst du an? Auch den? Ja, super. Daneben, perfekt. Jetzt müsste der Faceless eigentlich auch da in diese Richtung laufen. Tschüss. Aber der läuft neben den Samur und haut ihn. Aber haut ihn nicht. Tot. Dies ist ja nett. Sehr nett. Jojo. Hat ihm nur die Rüstung zerdeppert. Eigentlich scheinen die Faceless dann immun zu sein gegen diese Art Beacon. So. Lass Rack hier hin. So viel zu den beiden. Feinde neutralisiert. Lesrak müsste jetzt eigentlich weiterschießen dürfen. Engel macht einen Reload. Und weiter geht's. 100% auf den Faceless. 6 Schaden.
On your order. Kaputt. Hostile target down. On reserves. Manu. Verstanden, bin unterwegs. 60%. Daneben, leider. Kein Treffer. Die Waffe verschlingt meine Munition. Klingt machbar. Einheit tragen. Oh, können wir gleich mal machen. Sehr gut, mit den Anti-Roboter geschossen. Keine Feuerkraft mehr. So, Umbreon. Okay. Tragen. Und los geht's. Verstanden. Rücke aus. So. Geht in Ordnung. Sind die Aliens wieder drin? Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Yep, 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 yep. Jawohl! Schon unterwegs! Kein Problem, Boss. Okay, und Evakuierung. Bin dann mal weg. I'm out of here. Ich hau ab. Ich hau ab. Nichts wie weg. VIP in Sicherheit und bereit zur Evakuierung. Naja, in Sicherheit, sie ist tot. Aber immerhin haben wir ihren Leichnam geborgen. Das ist gescheitert. Wir müssen unsere Strategie überdenken und es in Zukunft besser machen. Ja, das stimmt. Das war echt dumm, aber es ist auch verklickt irgendwie. Ja, guck mal, wie sie jetzt alle da total down sind. Naja, aber es kann nicht immer jeder Einsatz gelingen, Leute. Oh, das tut einem in der Seele weh, wie sie da so niedergeschlagen sitzen. Guckt euch das, die niedergeschlagene Minen an. Na. Umbran total fertig. Kommen sie zumindest wieder, haben die Leiche zumindest geborgen vom Wissenschaftler. Leicht verwundet, schwer verwundet und verwundet. Okay, wir befördern erstmal den Umbreon. Schussserie, feuer deine Pistole dreimal auf dasselbe Ziel ab. Oder Serie, eine mächtige Kettenschussfähigkeit für jeden mit Präzisionsgewehr erzielten Kill, werden deine Aktionen zurückerstattet. Ich glaube, die Schussserie ist cooler für unseren Pistoliero. So, wir befördern
Ex hin zum Sanitäter. Wir befördern Manu und geben ihm Unterstützungsfeuer. Na? Und wir befördern den Samur und geben ihm... Ja, scannen. Ne, wir brauchen die Sanitäter. So, und weiter. Hallo, Commander. Ja, bla blub. So. Ja. Ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. So, und wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt XCOM 2. Bis dahin, erfahren euer Quali. Tschüss.